Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Basel-Stadt. Ich bin Silvia Żytyńska und bin die Gründerin von Gare des Enfants in Basel. Gare des Enfants ist eine Bühne für Kinder, in der sie aktiv mitmachen können. Heute spielen wir Hans im Glück, ein Stück, das immer noch aktuell ist. Der Hans ist glücklich, weil er nichts besitzt. Die Kinder gestalten das Stück selbst. Sie spielen mit, mal sehen sie Tiere, mal wandern sie, mal singen sie. Und am Schluss nehmen sie etwas mit, ein Geschenk, das Lied. Für viele von diesen Kindern ist das der erste Theaterbesuch überhaupt in ihrem Leben. Es ist wunderbar zuzusehen, wie sie in die Magie des Theaters eintauchen. Dank Swisslos und anderen konnten wir dieses Projekt realisieren. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.